Und da ist es also wieder geschehen. Das letzte State of Play ist passiert und es ist, wie soll ich sagen, meiner Meinung nach so gewesen, wie ich es erwartet und befürchtet habe. Es ist ein äußerst durchschnittliches, um nicht sogar zu sagen unterdurchschnittliches State of Play geworden. Warum ich das so sehe, was gezeigt wurde und meine gesamte Meinung dazu erfahrt ihr jetzt. Und damit wie immer ein herzliches Servus zusammen und schön, dass ihr reingeklickt habt. Bevor ich euch meine endgültige Meinung zu diesem State of Play sage, möchte ich mal einfach aufzählen, was überhaupt gezeigt wurde, denn es war ja von 10 Spielen die Rede, das möchte ich mal kurz beleuchten und nur ganz kurz meine Meinung dazu sagen und dann erfahrt ihr so eine Gesamtmeinung von mir über dieses State of Play. Es hat noch relativ unterhaltsam angefangen, denn es hat angefangen mit Crash Bandicoot 4. Und vielleicht werdet ihr euch denken, hä? Crash Bandicoot 4? Das ist doch schon ein relativ alter Schinken. Was haben sie denn da gezeigt? Gibt es da jetzt ein DLC oder was? So ähnlich. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, es war schon vor einigen Wochen die Rede davon, dass dieses Spiel, was ja für die PlayStation 4 erschienen ist, auch nun ein PlayStation 5 Upgrade erhalten wird. Und in diesem Gameplay ging es eben darum, genau auf diese Einzelheiten einzugehen, was die PlayStation 5 Version mitbringen wird. Und das fand ich relativ interessant, obwohl nichts davon wesentlich überraschend sein sollte. Natürlich wird das Ding in 4K laufen, natürlich wird das Ding 60 Bilder pro Sekunde liefern, was schon ziemlich cool sein dürfte. Dazu wurden natürlich die adaptiven Trigger eingearbeitet, ja, so auf den DualSense ist man so ein bisschen eingegangen. Und das sind meiner Meinung nach die entscheidendsten Faktoren gewesen, die diese PlayStation 5 Version bieten wird. Danach gab es sehr viel recht schönes Material zu Returnal. Da hätte man auch drauf kommen können, dass dazu was gezeigt wird. Hatte ich irgendwie gar nicht so im Fokus, aber ja, macht nochmal Sinn, das Spiel ein bisschen zu pushen, denn der Release, auch wenn er verschoben wurde, der rückt trotzdem immer näher, es ist nicht mehr lange hin. Und da hat man sich gedacht, zeigen wir mal ein bisschen was an purem, echtem Gameplay. Also auch mal ein paar Sekunden am Stück, ohne dauernde Schnitte, wie man das in diesen typischen Trailern kennt. Fand ich ziemlich unterhaltsam. Man hat allerdings da jetzt wirklich gemerkt, das ist meine Meinung, dass das Spiel von Housemarque entwickelt wird. Denn ich verbinde mit Housemarque vor allen Dingen eins, und zwar Resogun, falls ihr das noch kennt, ich weiß es nicht. Das war mitunter eines der Launch-Titel und das erste kostenlose Spiel für PS Plus für die PlayStation 4. Die Idee, wie das dann optisch dargestellt wurde, die erinnert mich jetzt bei Returnal auch nochmal sehr daran. Viele grüne, rote, orangene, gelbe Farben, zwischendurch mal ein bisschen rot, viele Explosionen, dazwischen Blitze. Aber das ist nichts Schlechtes, denn es sieht verdammt cool aus, das Spiel läuft sehr geschmeidig, es sieht richtig schick aus auf der PS5, auch wenn natürlich das Genre überhaupt keinen Vergleich mit Resogun bietet. Am 30. April ist es dann soweit, das Spiel erscheint dann endlich und jeder, der Bock drauf hat, kann sich das dann holen. Danach Spiel Nummer 3, das war dann ein PlayStation 4 Spiel und gemeint ist hier Knockout City. Und das sieht aus wie eine spaßige, sehr knallige Version eines Brennball oder Völkerball. Der grafische Look, der hat mich schon so ein bisschen genervt wieder, denn der erinnert mich ein bisschen an, weiß ich nicht, Borderlands, Roller Champions, Fortnite. Also wieder sehr knallig, sehr bunt, sehr simpel gehalten, ist nicht zwingend was Schlechtes, das sah jetzt nicht furchtbar schlecht aus, aber spricht mich persönlich einfach nicht so sehr an. Trotzdem finde ich es sehr cool, dass man versucht hat, verschiedene Dinge und Varianten irgendwie ein bisschen einzuarbeiten. Es gibt auch verschiedene Balltypen, man kann sogar eine Art Sniperball abfeuern für weite Distanzen. Es gibt einen kurvigen Ball, den man den kurvig werfen kann. Vielleicht ist das der normale Ball, den man einfach in der Kurve werfen kann, sodass es schwieriger ist, den zu fangen, denn natürlich lässt sich der Ball vom Gegner auch fangen. Und wenn man es im Team spielt, kann man sogar, falls man keinen Ball zur Verfügung hat, seinen Mitspieler quasi als Kugel benutzen und sogar werfen. Fand ich so albern, dass es irgendwie auch schon wieder cool war. Dieses Spiel erhält jetzt eine Beta und wenn ihr Bock habt auf diese Beta-Version, dann meldet euch einfach an und vielleicht habt ihr ja Glück. Ich habe es jedenfalls getan, denn obwohl mich das Spiel noch nicht so anturnt, bin ich dennoch neugierig darauf, das mal zu testen. Also von daher, Versuch ist es wert. Und dann gab es Spiel Nummer 4 und Spiel Nummer 4 ist eines meiner heimlichen Favoriten dieses State of Play. Eines der wenigen Highlights, möchte ich sagen. Denn das ist das neueste Werk von Slow Clap. Und ich wollte erst sagen, Slow Clap, was ist das denn für ein Entwickler? Habe ich noch nie gehört.
Der Name sagte mir nur nichts, aber ich kenne den Entwickler, denn deren vorheriges Projekt war schon ziemlich cool. Vielleicht kennt ihr es, und zwar Absolver. Absolver, auch schon ein Spiel, in dem es um den Kampf zweier Personen gegeneinander geht. Und so wird es beim neuesten Projekt Sifu auch sein. Und man muss sich dann irgendwie weiterentwickeln und muss eben durch die Level ziehen und die Gegner plätten. Ich habe unweigerlich sofort an sowas wie Fighting Force oder natürlich auch zuletzt Streets of Rage gedacht, denn da gab es ja vor gar nicht so langer Zeit noch eine ganz neue Version mit Streets of Rage 4, welche wirklich super gelungen war. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Ich bin gespannt, ob man das auch zusammenspielen kann oder ob es da verschiedene Modi geben wird. Also das könnte eine durchaus sehr spaßige Sache werden. Danach ging es weiter mit Solar Ash. Und hier mache ich es ganz kurz. Ich lasse es im Hintergrund natürlich laufen, falls ihr darauf mal Bock habt. Dann sucht den State of Play Gameplay Trailer zu Solar Ash. Aber für mich ist das ein ganz kurzes Fazit, kurz und bündig. Nee, da habe ich keine Zeit für. Für so einen Schund investiere ich keine Minute meines Lebens. Da bin ich ehrlich. Also damit kann man mich einfach nicht catchen. Ich weiß, viele Leute mögen diese Art von Spiel. Das ist ein bisschen entspannender, das ist ein bisschen lockerer, das hat so ein bisschen was Anregendes vielleicht sogar. Aber nee, bei mir funktioniert das einfach nicht, und deswegen, ich habe mich da auch nicht weiter mit beschäftigt, ich werde mich damit auch nicht weiter beschäftigen. Solar Ash landet bei mir ganz tief unten im Stapel von Spielen, die ich vielleicht mal spielen müsste. Ja, und weiter ging es mit einem weiteren Spiel auch, das mich genauso wenig eigentlich interessiert, obwohl es eine vermeintlich große Fanbase hat. Und zwar Five Nights at Freddy's Security Breach. Da kann ich auch immer noch nicht sagen, was ist das genau für ein Spiel. Ich habe keins dieser Five Nights at Freddy's Spiele gespielt. Ich meine, davon gab es ja schon mehrere Teile. Da würde mich aber mal interessieren, ob ich irgendeinen Zuschauer dabei habe, der sagt, boah doch, ich freue mich da voll drauf. Ich habe auch die alten Five Nights at Freddy's Spiele gespielt. Würde mich echt mal interessieren, wenn einer von euch dabei ist, der da Bock drauf hat. Dann schreibt mir sehr gerne was in die Kommentare und sagt mir mal, was an dem Spiel so toll sein soll. Und dann kommen wir nämlich zum nächsten Spiel, was mich so gar nicht juckt, obwohl das wenigstens ein größerer Titel ist, würde ich sagen. Aber auch der ist ein bisschen speziell und wird nicht jeden ansprechen. Die Rede ist vom neuen Oddworld-Spiel Soulstorm. Wurde ja bereits vor einigen Monaten angekündigt und das erste Gameplay mal gezeigt. Jetzt hat man ein bisschen mehr gezeigt, hat auch mal ein bisschen Gameplay am Stück gesehen. Aber ich weiß, ich wiederhole mich, auch das hat mich überhaupt nicht abgeholt und überhaupt nicht gereizt. Das ist so ein leichtes, ich sag mal fast schon Knobel-Jump'n'Run. Es wird wohl leichte Rätseleinlagen geben, aber so von der Spielidee überhaupt nicht meins. Also da bleibe ich lieber bei einem ganz klassischen Jump'n'Run, wie zum Beispiel eben Sackboy A Big Adventure, was ich mir jüngst eben auch geholt habe und endlich mal spielen möchte. Aber damit kann man mich eher abholen. Oddworld, boah, geht so. Das Gute allerdings, und das ist so ein kleiner Trumpf, den das Spiel hat, es wird für die meisten kostenfrei sein, denn solange ihr ein PlayStation Plus Abo habt, könnt ihr das Spiel kostenlos ziehen, und das wird kostenlos sein eben im April. Also vom 6. April an bis zum 3. Mai lässt sich das Spiel kostenlos herunterladen, oder zumindest müsst ihr es in der Zeit nur in eure Bibliothek ziehen und dann könnt ihr es jederzeit runterladen, solange ihr PlayStation Plus habt. Und das ist wiederum ganz cool, weil dann kann man zumindest mal reinschnuppern. Vielleicht werde ich meine Meinung zu dem Spiel ja revidieren. Naja, und auf die Art und Weise haben wir schon mal das erste PlayStation Plus Spiel erfahren, was wir dann im April bekommen werden. Und danach gab es dann aber endlich wieder was richtig Cooles, meiner Meinung nach zumindest, denn ich freue mich sehr auf Kena Bridge of Spirits, und dazu gab es einen neuen Trailer. Und ja, das hat ein paar Sachen gezeigt, die wir schon mal gesehen haben, aber auch ein paar neue Bilder. Sieht weiterhin sehr interessant aus, obwohl ich auch weiterhin nicht wirklich sicher sagen kann, ob mir das Spiel am Ende gefallen wird, weil ich eben nicht so ganz einschätzen kann, was so der Spielstil sein wird. Das hat ein bisschen was von einem Jump'n'Run, das wird ein paar Knobeleinlagen haben, könnte ich mir zumindest gut vorstellen, mit diesen kleinen Viechern, mit diesen kleinen Schwarzen, die dann um einen herumlaufen. Und das könnte durchaus sehr interessant sein, und ich finde vor allen Dingen aber den grafischen Look bei diesem Spiel richtig cool, und ich finde, das sieht richtig hübsch aus. Das Coole ist, und das richtig Coole, dass das Spiel bereits am 24. August für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint.
fast zum Schluss gab es dann noch einmal neues Material zu Deathloop, das neueste Spiel von Bethesda, welches eben, und das ist ja das Witzige, trotz des Einkaufs von Bethesda zu Microsoft, trotzdem erstmal konsolenmäßig exklusiv auf der PlayStation 5, zumindest zeitlich, erscheinen wird. Finde ich ganz geil, aber ich bin da noch nicht so ganz begeistert. Das ist so ein Spiel, wo ich bestimmt mal reinschnuppern möchte. Ich weiß nicht, ob das inzwischen viele Leute hat, die da wirklich Bock drauf haben. Auch das würde mich mal interessieren. Falls ihr auf Deathloop richtig Bock habt, dann schreibt mir bitte mal sehr gerne was in die Kommentare. Ich würde gerne wissen, ob es da schon Leute gibt, die sagen, boah, doch, auf dieses Spiel freue ich mich sehr. Und abgeschlossen wurde das State of Play dann, ich bin ehrlich, für meinen Geschmack sehr langweilig mit neuen Bildern zu Final Fantasy. Wir reden dabei aber nicht von einem brandneuen Final Fantasy oder so, das wäre ja wirklich mal ein Knaller, sondern es ist einfach nur das Remake von Final Fantasy 7. Und auch da wird der eine oder andere sagen, ein Remake von Final Fantasy 7, das haben wir doch erst vor kurzem gehabt auf der PS4. Genau, und das wird jetzt nochmal quasi remastered für die PlayStation 5. Ja, fairerweise muss man sagen, hier haben die Entwickler wirklich rausgehauen, denn es sind viele schöne neue Features gezeigt worden. Grafisch sieht das schon richtig imposant aus, also inzwischen tatsächlich fast wie ein echtes PlayStation 5 Spiel, würde ich sagen. Ja, obwohl das nur ein Upgrade eines PS4 Remaster ist. Aber das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus und für jeden Fan natürlich eine ganz feine Sache. Ich mag ja Rollenspiele nicht so gerne und bin daher auch kein echter Final Fantasy Fan. Ich habe nur ein paar Teile mal gespielt. Ja, also von daher, mich spricht es jetzt nicht so sehr an, aber ich kann hier verstehen, dass der ein oder andere ziemlich begeistert sein dürfte. Erscheinen wird das Ganze schon am 10.06.2021. Und damit sind wir dann aber auch schon am Ende. Und ja, ich bin auch ganz schön am Ende, aber nicht wirklich, weil ich so begeistert war, sondern, und ihr habt es ja teilweise schon an dem, was ich während ich über die Spiele gesprochen habe, gesagt habe, ich bin wieder mal sehr ernüchtert und ermüdet, weil das State of Play einfach äußerst durchschnittlich war. Und ja, vielleicht ist das einfach eine unnötig hohe Erwartungshaltung, aber andererseits, wenn du ankündigst, wir werden 10 Spiele bieten und darunter Neuankündigungen und auch Neues zu bereits angekündigten Spielen für die PS4 und PS5, dann erwartest du zwangsläufig irgendwie auch irgendeinen Knaller, also irgendwas Heftiges. Ja, aber einfach neues Gameplay zu Returnal, da gab es schon ordentlich viele Trailer, also wir haben da wirklich viel gesehen. Es ist nicht so, dass man jetzt zum ersten Mal echtes Gameplay sehen würde oder sowas. Trotzdem möchte ich sagen, fand ich es cool, dass man irgendwas Neues mal wieder gezeigt hat, denn das wurde auch mal wieder Zeit. Denn zuletzt gab es eher viele Verschiebungen, man hört immer nur Negatives, die Playstations werden nicht ausgeliefert, es gibt kaum welche zu kaufen oder eigentlich so gut wie gar keine zu kaufen. Ja, es gibt viel Negatives einfach und dann ist es auch mal ganz schön wieder zu sagen, hey, guck mal, es kommen ein paar Spiele, auf die ihr euch noch freuen könnt. Von daher, man kann es natürlich zweischneidig sehen, ist per se nichts Verkehrtes, aber wie gesagt, ich bleibe einfach nur dabei, da fehlte mir so ein richtiger Knaller vielleicht. Und ihr wisst es, wie ich meine Videos beende. Ich frage nach eurer Meinung und zwar nicht nur, wie ihr mein Video fandet, sondern vor allen Dingen, wie fandet ihr das letzte State of Play? Sagt mir sehr gerne eure Meinung, sagt mir mal, ob es ein Spiel gab, was euch da gejuckt hat oder eben eher nicht so. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesem Video am Ende noch einen Daumen nach oben da lasst und meinen Kanal abonniert, wenn das noch nicht geschehen ist. Und dann sehen wir uns bestimmt bei meinem nächsten Video wieder. Macht's gut!